Hallo Freunde des Abenteuerlaufs. Heute bei dem wunderschönen Wetter werde ich auf eine alte Klosterruine laufen, die da hinter mir im Bild zu sehen ist, hoffe ich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Los geht's. Ja, und schon bin ich on the road. Auto habe ich abgestellt, einen Parkplatz gefunden. Und jetzt will ich mal gucken, wie ich da zu diesem Kloster hochkomme. Wetter ist traumhaft, so völlig ganz anders wie vor 2 Wochen, wo ich da im Tiefschnee unterwegs war. Gibt eine tolle Runde, kommt mit! Hui, eine Höhle! Ja. Besser weiter. Wer weiß, wer sich da so drin aufhält. So, sieht denn nicht schön aus? Da muss ich noch hoch. Und guck mal da. Das ist ein Felsen, der ist mal da rausgefallen. Hier kann man es noch erkennen. Ja, den Felsen will ich auch nicht am Kopf kriegen. Mal sehe ich mal lieber, dass ich hochkomme. So, da bin ich. An der Ruine. Schaut es euch mal an. Heiland war das ein Hügelchen. Hört ihr mich noch schlafen? Mein lieber Schwan. Aber es hat sich gelohnt. Guckt euch das doch mal an. Hammer. Toll. Ei. Hui. Muss man wieder was machen. Nix kommt nix. Winterspeck. Oh, da möchte ich jetzt nicht runterfallen. Fast wie in den Bergen hier. Von da drüben bin ich gekommen. Oh, und da muss ich auch wieder hin.
Oje. Der dicke Felsen hier, den habe ich von unten gesehen. Jo. Kurz und knackig, würde ich sagen, mein lieber Schwan. Aber toll. Hopp, wie eine Bergziege. Das ist übrigens kein Time-Warp, das glaube ich echt. Pfui. Und jetzt muss ich hier lang. Muss. Laufen, immer laufen. Mehr laufen, mehr laufen. Wieder fitter werden auch. Oh, was ist denn das? Wobei, aus einer Weise fühle ich mich nicht ganz so wohl, weil da kann einem ja Viehzeugs entgegenkommen. Das ist mir beim Wandern in den Bergen mal passiert, auf einer Koppel, du. Riesen Pferde auf mich zugerannt, das wäre anders geworden, kann ich sagen. Aber hier sieht es leer aus. Nicht, dass in der Hütte da vorne noch irgendwie so ein Bulle oder sowas steckt. Komm ich denn jetzt hier durch? Sieht gut aus. Da. Oh. Junge, Junge, das ist aktive Mitarbeit hier. Ja, ich bin gleich hinter dem Hügel, da liegt das Dorf, wo ich geparkt habe. Ist nicht mehr weit. Und bevor ich hier einen Anstieg wieder machen muss und keine Luft mehr kriege, sage ich lieber jetzt schon mal Tschüss. Schön fürs Mitlaufen, dass ihr mitgelaufen seid. Wir sehen uns im nächsten Clip. Bis dahin, bleibt gesund. Macht's gut. Und das Trainieren nicht vergessen. Habt ihr gesehen, wo das hinführt?